So viele Dinge, die ich noch ausprobieren muss. Holy shit, ey. Aber genau. Sense, das ist auch, glaube ich, irgendwie ein älterer Titel. Ich glaube, der war schon mal raus. Ist jetzt halt für die Xbox gekommen. Und ich war auch einfach nur, oh, hatte irgendwie so eine Horror-Ästhetik. Oh, konnte ich irgendwie Codes für anfragen? Probieren wir es einfach mal aus. Warum nicht? Senses Midnight. So, ich bin immer auf, offen. Ich bin immer auf, offen. Ich bin auf und offen. Load? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Options nehmen. Master, Music. Das ist wieder ein Titel, der so unfassbar lang, unfassbar leise ist. Was ist denn da los? Ja, Musik kann man, glaube ich, ein bisschen... Ich weiß ja nicht, wie laut es dann sein soll. Im Spiel gucken wir einfach mal. Genau, ich passe mal kurz das Ding an. Ich habe halt von dem Spiel keine Ahnung. Make sense. I don't know. I'm on the spot, guys. Okay. Starte das. New Game. Ich mach direkt New Game Plus, danke sehr. Wait, what? Ah, ich muss noch rübergehen. Das ist irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, warum ich das nicht automatisch macht. Controls. Oh, okay. Movement, Interact, Sprint. Sprint auf X? Crouch? Crouch auf RB? Ich hoffe, das ist ein Toggle, wie bei Evil Within. Inventory. Camera. Chat. Push R. Okay, alles klar. Bin mal gespannt. Hast du keine Angst, dass eines dieser Horrorspiele eher auf Jumpscares fokussiert ist? Dann werden wir es rausfinden. Dann werden wir es gemeinsam rausfinden und ihr kriegt lustige Reaktionen von mir. Das ist... Im Stream bin ich dann eben so, ja, okay. Oh, the ghosts long forgotten, just wait. Ich liebe einfach diese Matrix-Textfarbe. Ich weiß nicht, das ist, keine Ahnung, so dieses Neongrün auf dem Schwarzen. Ich meine, an sich, ja, du hast einen super Kontrast zum Lesen, aber ich fand's irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich da lange Zeit drauf gucken würde, dann wär's sowieso hinüber. Ich liebe Paranormal Sight. Ich muss das noch durchspielen, endlich. Ich will dazu ein Video machen. Der fucking Emoji. Stay on task, guys. We get one chance at this tonight. Oh, okay. Oh no, please. Oh, bitte keine Jumpscare-Scheiße. Bitte keine Jumpscare-Scheiße, bitte nicht. Oh, Booba-Jumpscare. Oh mein Gott, das ist... Oh, 10 Controls. Oh, fuck yeah, baby. Alter. Oh, there should be another exit on the west side of the park. It's actually closer to where Midnight Door should be. If it's a non-sanctional gate, you can find your way out easier there. Maybe head there first and confirm the strategy. Go past the playground and follow the walkway south. Ist das Trash Tuesday, Leute? Ist doch Mittwoch. I'm heading out there. Das ist keine gute Perspektive für Oh, viel zu hohe FOV. Irgendwie ist auch wieder so kaum... Ich habe Musik eben hochgemacht. Ich habe Ambience hochgemacht und jetzt kommt wieder kaum was. Hey guys, check this shit out. Cool, looks like one of the old school gacha coins. Some shops still use them in the old shopping district. You should grab it, it might bring you good luck. Good idea. Just remember, your backpack is really small and basically useless. You have pretty limited space to hold things. I can only fit 4 items inside? Chris fucking Redfield schafft es, 6 Items gleichzeitig zu tragen. You can probably just put anything you don't want to carry down somewhere. You're like, oh my god.
Es wurde sich das schlimmste Element aus Resident Evil Zero übernommen. Plus, if you need to come back for it, I doubt anyone is going to show up and take anything lying around. Jeebus. 4, okay. Chaos Backpack may be small, but it can carry just enough to help. Du kannst doch einfach vorne was in den Ausschnitt reinklemmen. Just enough to help you out in a pinch to see the inventory. Press Y, use the left stick, okay. Die gute Art von Jumpscare, ja. Oh. Das nenne ich mal einen Jumpscare. Drop. Via the inventory screen, you can drop any item anywhere in the park and pick it up again as long as you have an available inventory slot. Think carefully about where you put the items. Some puzzles and interactions may require an item to complete. Those interactions. Okay, ja, combine, alles klar. Kriege ich, soll ich hinkriegen. Soll ich, glaube ich, hinkriegen. Was ist das für ein komischer Roboter, der mir folgt? Okay, das ist das Item. Es blinkt. Item, get! Shine, get! Ist das irgendwas, oder? Es tut mir leid, dass die Kamera so weit weg ist. Wait. Jetzt? Kann ich jetzt? Okay. Shoot! Ist das Project Zero? Das Kampfsystem? Kamera. Okay, X. Nochmal shooten. Okay, passiert nichts mit. Alles klar. Was ist hier? Was haben wir da? Oh, mein... Okay! Sweet, a gacha machine. What's in it? Looks like one of those creepy ones. Looks like swimsuits. Creepy, ja, genau. Oh my god. Big anime titties, so creepy. Think they've been worn already. Oh, just change the name to... Okay. Das heißt, kann ich dann... So, use? Ja. Yeah. L11 more. Okay, hervorragend. I just need 11 more Gacha Coins for my swimsuit. Ist es dann einfach das extra Outfit für sie, was sie dann trägt? I found a map of the park. The interference from the city is making my PDA's GPS unable to scan it for a reference. I have to check it out here when I'm not sure where to go. Okay, wo bin ich denn? Wo ist denn der you are fucking here Punkt? Okay. Ich meine, ich bin... Okay, ist das... Ich meine, das Rote doch nicht, oder? Ich meine, da müsste ja so ein Tori-Gate dann hier sein. We need to work on your memory. You need to shut the fuck up, okay? Ich bin irgendwo hier. Was ist da? Alter, diese Texteinblendungen. Remember... Ja, okay. Alter, soll ich spielen oder lesen die ganze Zeit? Ich glaube, ihr durch. Ihr habt Chats zum Lesen, Leute. Macht ihr mal. Ne? Macht mal meine Aufgabe. Macht mal meine Aufgabe. Jetzt dürft ihr die ganze Zeit Chat lesen. Ich lese gar nichts mehr. Ich suche jetzt einfach irgendwas spooky, scary skeletons. There's a weird shining tunnel on there. Probably just left. In any case, I might be able to loop back around. Oh, just like Dark Souls. Just like Dark Souls. Das mag ich. Okay. Da war aber nichts. Das sieht so aus, als ob da irgendwas wäre, was ich interagieren könnte. Ist das Müll? Looking in garbage. Aha, ist ein Raccoon. Okay, alles klar, Leute, ihr seid so unfassbar lustig. There's a sign here that shows the rules of the park. Typical stuff, no skateboards or bikes. Ah, no skateboards! But I wanted to skateboard. I wanted to skate until I get bored. Diese Kamerawinkel, die sind viel zu weit weg dafür, dass die Fläche so frei ist. Ah. Graffiti. Warte mal, ich fotografiere mal das Graffiti. Vielleicht kriege ich dafür was. Graffiti fotografiert oder so. Yeah! I did fucking nothing, okay. Lernst du eigentlich noch aktuell Japanisch? Würde ich gerne, wenn ich die Zeit dafür hätte. Würde ich sehr gerne, wenn ich die Zeit dafür hätte. Aber meine Zeit besteht... Eigentlich nur aus Arbeit. Eigentlich nur aus Arbeit oder zu versuchen, Sport irgendwie noch reinzukriegen oder andere gesunde Sachen fürs Leben. So, ich wünschte, ich müsste nicht irgendwie 20 Videos momentan den Monat rausbringen und genügend AdSense noch nebenbei zu verdienen.
Oder ich hätte genügend, um den Editor oder so zu bezahlen. That's fine, you won't remember. You suck, lololol. And don't forget, even though we're following you around the terror robot drone, we can't see anything. Okay. I did an outfit with an EM field sensor if the spirit... Okay, yeah, alles klar, will do. Chaos PDA comes equipped with a camera app perfect for both checking your surroundings in first person and capturing evidence for the paranormal. To use the camera or put it away, press left trigger, use this... Okay, alles klar. Oh, oh! Spoopy! Spoopy! Listen careful for a strange noise given off only by the spirits too weak to walk or plane. Perhaps you may even hear the faint whisper alerting you to their presence. The camera's viewfinder is capable of seeing the faded shadow returning the reticle red. Okay, and when a captured spirit will be visible. These photos of entities are called... Can you find all 22 spirit photos throughout the park? Wie kurz ist denn das? Chaos PDA comes equipped with a camera and a perfect... Yeah, okay, alles klar. Exit. Warum ist Exit auf Start jetzt? I don't know. I don't fucking know. My favorite horror... Ich liebe, wie ich die ganze Zeit nur am Lesen bin. 28 years... No! Who gives a shit? Oh ja. Oh, ich suche irgendwas. Oh. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr den Hinweis finden? Na, seht ihr den Hinweis? Ich habe einen Clou gefunden. The gate is locked. Besides that, it doesn't look like anything immediately important is over there. Okay, da ist das Padlock. Brauche ich irgendwas zum Aufmachen? Ist hinter diesem Baum etwas? Kann ich da überhaupt hingehen? Kann ich da irgendwie außen rum? Nee. Vor allem, ich höre auch am Ambient... Warte mal, wir machen mal hier Options. Da, Ambient Sound. Ganz hoch. Ganz hoch den Ambient Sound. Musik gibt's auch einfach keine mehr. Musik gab's mal. No! Oh, fuck! Diese beschissene Kack-Arsch-Menüführung! Ich meine, zum Glück muss ich nur geradeaus laufen und durchskippen. Kann ich das einfach... Ja, can we skip? Can we skip? Ja, Zeit, Wasser zu trinken. Oh, wie geht's euch? Ja, das ist Trash Tuesday. Das hätte gestern gut gepasst. Holy shit. Das kommt davon, wenn du Spielen eine Chance geben willst. Das kommt davon, wenn du irgendwelche Sachen ausgeben willst. Vor allem, das ist zu teuer gewesen dafür. Normalerweise habe ich schon so eine gewisse Pre-Selection im Preis. Dass wenn ein Spiel über 10 Euro kostet, dann ist es normalerweise nicht irgendwie so. Okay. Ich kann halt zumindest die Sequenz nicht verstehen. Trails liebe ich bisher. Ich freue mich, das auch dann demnächst weiterzumachen. Trails in the Sky. Aber ich musste jetzt... So, das wäre dann halt ein bisschen zu stressig geworden. Ich musste mich jetzt gerade erstmal um andere Sachen kümmern und jetzt ist Final Fantasy 16 dran. Danach aber wieder. Ich meine, hey, es gab ja auch nichts anderes zu suchen als irgendwie die Münze, die ich da gefunden habe. Und ansonsten darf ich einfach nur durch Tutorials irgendwie durchspringen. Hervorragend. Item get! Yay! Alles klar, sonst kann ich einfach weiterlaufen. Gut, dass ich über den Scheiß nichts sehen kann. Hervorragend. Da war nix. Jetzt kriege ich einfach nochmal das Tutorial irgendwie gezeigt. Aber ich habe auch... Warte mal, ich mach mal den Sound bei mir ein bisschen höher. Aber eigentlich war die Musik gerade eben richtig gut hörbar im Hauptmenü. Deswegen dachte ich, ich mach's jetzt nicht irgendwie viel höher. Aber gerade wenn es irgendwie darum geht, irgendwie so ein Ambient-Noise oder so zu hören, dann... Nee. Warte mal, ich nehme das nochmal kurz. Damit es halt, glaube ich, aufgenommen ist, ja. Und dann kann ich hier weitergehen. Oh, siehst du, wir sind schon wieder am Punkt, wo ich vorher war. Hervorragend. Geister? Weißbrot?
Kein Weißbrot. Nur wenn ich auf mich selber zielen würde. Was ist das eigentlich für ein Gewichse hier? Ist das so, stell dich hier hin und dann kannst du... Das heißt, da ist ein Geist irgendwo in der Nähe? Oder ist es einfach nur fucking Neon Park? Aus irgendeinem Grund, das ist die Zukunft. Es ist immer noch genauso scheiße, alles ist genauso scheiße wie vorher. Wir haben die gleiche dystopische Umgebung, aber sie ist in Neonröhren eingepackt. Einfach mehr RGB. It's locked from the inside. Ich liebe es, wie ich mich einfach mit nichts interessant interagieren kann. Oh, Dutch Angle. Und vorbei. Das war's. Kann ich damit irgendwie interagieren? Mob? Nein. Oh! Achso, das ist das Vieh, was neben mir fliegt. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas gesehen. Da ist noch, glaube ich, eine Münze. Ich liebe, wie die Kamera einfach umherfliegt die ganze Zeit. 10 von 10. Da blinkt doch... Alter, warum? Jeebus! Da unten, da ist doch was. Oder? Da hier unten links. Ich kann nicht genau auf meine Füße gucken. Hervorragend. Da. Oder ist das nix? Da leuchtet einfach nur irgendwas. I guess, da leuchtet einfach nur irgendwas. Da leuchtet aber auch was. Alter, wie die Kamera hin und her schwenkt. Das hat null Vorteile, guck dir mal, bei der Kamera, dass du Tank Controls einsetzt, das ist genau das Gegenteil. Und jetzt sehe ich einfach einen Scheißdreck und die Kamera dreht sich von oben mit. Was soll das? Wer denkt sich sowas aus? Ja, Resident Evil habe ich mal Let's Play von geguckt. Ja, krieg ich hin. Können wir machen. Ja, diese Tank Controls, festen Kamerawinkel. Ja, ich weiß genau, was du willst. Ja, ich habe die richtige Idee dafür. Genau. So, dass du auch einfach hier davor stehst und dann, okay, ist das überhaupt was, mit dem ich interagieren kann? Nein, wir müssen erstmal in die First Person gehen, um das herauszufinden. Spooby! Oh, ich hab so Angst, Leute. Ich hab so unfassbar Angst. Oh nein, ich habe Angst davor, dass das Spiel plötzlich besser werden könnte. Ah! Ich glaube, wenn es nicht blinkt, dann ist es nicht interagierbar, ne? Beziehungsweise ich kann nicht aufheben. Oh, was ist das? Da ist jetzt ein Icon drüber extra? There's a battery-operated radio playing on the table. Ah, okay. Warte mal, das ist eine andere Münze? Wait, what? Okay. Alles klar. Warte mal, kann ich hier aus der First Person so? Ich mach mal ein Foto. Einfach mal ein Foto gemacht. Manchmal muss man auch einfach Fotos machen. I have no idea. And I don't care. Warte, kann ich eigentlich jederzeit speichern? Okay. Das sorgt auch immer für eine super Horror-Atmosphäre in solchen Titeln. Wenn ich einfach jederzeit problemlos speichern kann. Da kriege ich richtig Muffensausen. Das ist immer so, oh nein, mein Progress, den ich jederzeit abspeichern und laden kann. Auf mehreren Spielständen. Nein! Ich habe 2 Sekunden Zeit verloren. Ah! The Humanity. Ah, was ist das? Ah, 1000 Füßler. I got you. Okay. Cool. Oh, Cutscene. Ich frage mich immer noch, ob das irgendwie richtiges Gameplay hat oder ob das tatsächlich einfach so rumlaufen die ganze Zeit ist und Arcade-Münzen sammeln? Oder geht's jetzt da irgendwo richtig rein? Oh, spooky! Spüren Sie es, Mr. Krabs? Ja, ich spüre alles. Was war das? My breasts are tingling. Erstmal da lang gehen. Ich ignoriere einfach den Weg, wo ich lang gehen soll. Was ist denn hier Schönes? Hier ist eine Tafel. A new Halo BBS? I'm surprising to see... okay, yeah, they're pretty rare on campus too. Ikebukuro City Council must be really serious. Okay.
A bunch of missing person, even a foreigner. Okay. Oh, da blinkt was. Da blinkt was. Oh, da blinkt was. Hör auf zu blinken. Komm in meine Tasche, mein Lieber. Item get, Ausrufezeichen. Oh. Oh, da ist ein Passcode. Da ist ein... Ist da, warte mal, ist da direkt so ein Padlock daneben? Kann ich damit irgendwie interagieren? Oh, oh. Hä? Ich verstehe nicht mit dieser, mit diesem... So das, hier ist sogar das Hinsehen-Auge. Aber nur, wenn ich in der Ansicht bin? So, I guess 4608... I guess 4608, Leute. Ich hoffe, ihr habt uns, ich hoffe, ihr habt alle eingespeichert 4608. Ich hoffe, dass wenn ich euch morgen früh aus dem Bett rausschreie und dann frage, what are the numbers, Mason? Ah, 4608. Genau. Und danach bitte noch die dritte binomische Formel aufsagen. I found it, guys. You should focus on finding an exit first. Yeah, I always have an exit plan. Disaster follows the unprepared. Hervorragend, danke. Cool. Liebe es. You found the fucking door, thanks. Hat auch noch niemand untersuchen wollen, einfach so eine Tür, die ins Nichts führt. My spider breasts are tingling. It is I, thick spider woman. Here to ruin everyone's fanart. Okay, aus welcher? Ich bin jetzt da aus der Rechtsrichtung gekommen. Alter, auch die Kameraführung ist eine Katastrophe. Find the exit in the midnight door first. Don't go wandering around, park. Yeah, just because my dad's a cop doesn't mean you should put me in a position to call a favor. Okay, yeah, okay. Ja? Kann ich da irgendwie dran? Kann ich da irgendwie interagieren oder so? I mean, ich hab doch die Nummer. Ach, egal. Egal. Blop, 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 bup, bup, bup. Weißt du, wenigstens haben sie Jiggle Physics drin. Wenigstens, ne? Da weiß man, wo die Prioritäten waren. There's an own phone booth here, but the door is stuck. Try making a call. Ich liebe auch, wie die Kamera gerade wackelt hoch und runter. Für die richtige Atmosphäre. Ich frage mich immer, was denkt man sich dabei, sowas zu machen? Das Ding hat einen Publisher und alles. Ich frage mich halt wirklich, ob ich gerade noch was verpasse und ob das nachher richtig gut wird oder so. Aber momentan bin ich einfach nur... Hä? Hä? The fuck? So, what's the point? Okay, das heißt, ich bin jetzt unten rechts. Ich bin jetzt unten rechts und war ich ganz, ganz links. Okay. Cool. Kann ich saven. Midnight Door, Root, okay. Da ist die Exit Gate. Jetzt habe ich die Exit Gate gefunden. The gate looks shut. Okay, see any kind of security system? I doubt they have offside control. The security system is likely in the park somewhere close to the gate. I look around. Maybe go do the ritual at the Midnight Door first. That way you can get evidence in case security shows up and kicks you out. Good idea. Warum sollte ich denn dann vorher nach der Exit Strategy gucken? Ihr Nasen. Looks like it's for the gate. Now go to the ritual midnight door. Ja, okay, alles klar. Oh, Leute, jetzt wird's spooky. Time to get spooky. Wenn ich in 6 Stunden bei der Tür bin, dann wird's scary. Oh, fast da. Nur noch 2 Tage. Yay! Weißt du, die ganzen Leute, die sich über die weibliche Protagonistin bei Fable aufregen, die würden es unironisch besser finden, wenn das die Protagonistin wäre. Oh, irgendwie finde ich, ist das Besseres. Oh, I got you. Du Pissaffe. Hallo? Haha! Okay, und jetzt? Jetzt laufe ich da hinzu und jetzt bist du so Booger, Booger, Booger. Uga, Wuga. Oh nein, nein, der Geist ist motorboating me. Okay, Zeit für das Ritual, Leute. Do not open that door. What the, who is this?
How did you get into our chat group? Abyssan, get rid of him. I already tried the kick button, it's grayed out. I'm trying to help you people. Do not open that door, no matter what. I'll be there soon. Whatever, creep, Kara, just go ahead, okay? Okay, just doing the ritual now. Damn it, you idiots. Okay? Das ist das Ritual. Zweimal anklopfen. I did the ritual. I knocked on the door. And then I tried to open the... Das hat noch niemand vor mir versucht. What? Oh. Also ich meine, du könntest es wahrscheinlich irgendwie zu was Gutem machen, aber du solltest das, glaube ich, dann eher, also gerade wenn du irgendwo langläufst und der Chat scrollt dann vorbei, dann solltest es wahrscheinlich irgendwie, es sollte eher ein Voice-Chat sein vor allem. So in so einer Situation, die Leute wären eher in einem Discord-Call die ganze Zeit und nicht irgendwie, oh ja, wir schreiben einfach miteinander. Okay. Der Mr. No, kein Spaß hab, man. I did it. I didn't open the door. Bist du jetzt glücklich? What a bummer. You're in recent deadly curse, fair point. Maybe head to the center rest area of the park. You might find a way to open the gate there. Okay. Das heißt, jetzt darf ich die eine Tür aufmachen. Was war es nochmal? 4608? 4608? 4608! Leute. Alles gemerkt. Oh, wieder Cutscene, hervorragend. Nein, the spooky door! What is happening to the spooky door? Oh, so spooky! Okay. Alles klar, ich geh da mal weiter. Warte mal, sicherheitshalber. Bevor einfach gleich irgendwas Dummes passiert. Ja, 4608. I know, ja, 4608, I get it, 4608. Wait. Ach, du musst dann einzeln da drauf drücken sogar. Okay, 460. Tada, I did it. Vor allem hätte man auch gar nicht drüber klettern können oder so. Das wär nicht möglich gewesen. Da war ein Force Field noch da drüber, deswegen. Das sieht man nicht, das spürt man nur. I just saw. Is everything okay? Yeah, never mind. I'm on to the rest area. Hey, cool. Kann ich dich fotografieren? Chica. Boah, ich mach richtig geile Fotos, Leute. Richtig geile Fotos. You go to the shrine at the top of the hill, just ahead of you. Go there now. What? Why are you? Oh no! Just listen and go run. It's the demon. No, it's coming to get me! No! No! Okay. Ich hätte aber schneller nicht gehen können, tatsächlich. What? Ist der... Aber... Ich... What? You have died? Gemu Oba. Ja, sorry. Das ist das Game wohl Oba. What? What? Kann ich denn irgendwie schneller laufen oder so? Ich meine, was hätte ich denn machen sollen? You have died, Gemu Oba. Ja, okay, ich speichere hier nochmal ab. Save, Slut, ja, immer. Slut. Da, Controls. Sprint. Crouch. Inventory? Chat? Soll ich einfach ein bisschen chatten? Okay. Alles klar. I'm trying again. Okay. Alles klar. Yay. You have died, okay.
You have died of terrible game design. Ja, das wäre jetzt auch meine Alternative gewesen. Gibt's eigentlich einen Quick Turn oder so? Achso, die ist schon an mir dran gewesen, alles klar. Ich habe versucht, einen Quick Turn bei mir rauszufinden. Aber gut, dass ich in der Animation hier gerade das machen kann. Quick, warte mal, ich gehe einfach so. Haha. Haha! Ausgedribbelt! Dann kann ich nämlich sofort. So, jetzt. Okay. Okay. Okay, ja. Cool. Nee, geil. Nee, Mann, ist mega. Super Spiel. Super. Game over. The fuck? Muss ich vorher noch das Bikini-Outfit freischalten? Muss ich ein paar Münzen hinwerfen? Hä? Soll ich dir da irgendwie hier zwei Dinger oder so reinballern? The fuck? Vielleicht muss ich auf den Kopf zielen oder so extra? I don't know. Wir machen hier nochmal. Ja. Yeah. Kann ich hier speichern? Nee, kann ich nicht. Oh, ich kann einfach hier speichern. Hervorragend. Okay. Ja. Ah! Verdammt! Okay, ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's nicht. Warte mal, mach mal Load. Okay, das ist 2. Ich glaube, das ist das, wo das. Okay. Alter, der Kopf! Oh shit! Okay, nochmal. Weil ich zu früh gemacht habe, war halt auch nichts. Aber das Spiel hat jetzt auch nicht irgendwie. Nee, der Kopf ist viel zu hoch. Der Kopf ist viel zu hoch. Vielleicht muss ich auch warten. Weißt du, irgendwie einfach so nah, wirklich halt nah dran kommen lassen. Aber eigentlich denke ich mir, das Spiel hätte mir das dann auch sagen müssen, mich so zu verteidigen. Ne. Geheime QTE? Schnell ausziehen? I don't know. I have literally zero idea. Vielleicht crouchen. Oh, sie kann mich nicht sehen, wenn ich crouche. Oh. Ich hab gar keine Ahnung. Persona 3, Answer in Persona 3 finde ich nicht gut. Ich mag weder, was das Ding Storytelling-mäßig macht, darüber zu sprechen wäre halt leider absoluter Spoiler. Aber ich mag auch nicht, das Problem ist, dass das Spiel halt nur auf den harten Schwierigkeitsgrad ausgelegt ist und keine Möglichkeit, das auf einem anderen Schwierigkeitsgrad zu spielen. Und das ist, so wie das Ding aufgebaut ist, Pain einfach nur. Also ich finde, die Answer muss man sich durchquälen. Was kann ich denn noch machen, theoretisch? Ich kann A drücken, wenn sie kommt. Ich kann in mein Inventory gehen, wenn sie kommt. Ich kann meinen Chat fragen. Also nicht euch. Ich meine auch, aber... Vielleicht interacten oder so? Ich hab wirklich gar keine Ahnung. Ich meine, ich kann nochmal auf den Safe zurückgehen. Dass ich da in die Richtung laufe. Was ist das? Ich weiß halt nicht, was man. The fuck? Okay. Kann auch nicht schneller sprinten oder so, ne? Nee, geht auch nicht. Vielleicht hier in dem Licht oder so bleiben? Nee. Nee, das geht auch nicht. Wer denkt sich sowas aus?
Hier an der Seite. Oh yeah, baby. Buba. Keine Idee? Keine Idee? Warte, was sagt denn YouTube? Wer ist das nochmal? Census. Midnight. Full Game. Komm schon. Prozent Walkthrough, alle Achievements. Lass mal gemeinsam gucken, Leute. Ja, wir sind hier. Da. Okay. Okay. Ja. Ja. Okay. So, jetzt sollte doch... Ah, danke, natürlich. Perfekt. Die Sprache, die hilft. Okay, was jetzt? Mhm. Ja. Ja, laufen und... Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Oh ja, einfach zur Seite gehen, ausweichen. Hervorragend. Bestes Design. Oh, ich liebe Horrorspiele. Oh, fuck off doch einfach. Jesus Christ. Ich hasse Videospiele so sehr. Wir sollten Videospiele einfach abschaffen. Ja. Yeah. Ja. Ja, okay. Oh. Oh mein Gott! Oh, der denkt sich sowas aus! Ja, das ist riveting fucking Gameplay. Oh, Baby. Vor allem, wenn du einfach im falschen Kamerawinkel stehst, dann kannst du es sowieso vergessen. Okay. Okay. Ah, cool. Richtig coole Kameraeinstellung. Oh, fuck, du blöde Pappnase. Ah, oh, die ist nicht beim Laufen richtig gedreht, sondern ist kurz stehen geblieben. Alter. I'm gonna do this. Wir machen die 100% jetzt. Ich will zumindest diese scheiß Pisse überleben. Lass mich doch nicht von so einem Bubi-Spiel hier. Oh mein Gott! Oh, es gibt doch nicht mal so. Nicht mal wirklich zu 100% erkennbar, wann die beste Möglichkeit wäre. Das ist, oh ja, genau, wie bei Resident Evil. Wenn du einmal vom Gegner genatzt wurdest, dann war's das. Okay. Oh, fuck my ass. Ich versuche jetzt dem Eimer auszuweichen, dann speichere ich. Mal gucken, ob ich mich da einfach... Weißt du, wir machen die alte PC-Spieler-Taktik. Ah. Ja. Oh mein Gott, warum bist du zum Gegner umgedreht? Aber die Sache ist es... Nein, die Sache ist es, wenn du speicherst und er das neu laden muss, dann ist alles... Das heißt, ich habe hier jetzt gespeichert, wenn ich jetzt neu lade. Dann gucke ich zwar, glaube ich, wahrscheinlich wieder zum Gegner. Aber der Gegner ist in seiner Animation resettet. Das heißt, ich könnte auch theoretisch, wenn sie jetzt so auf mich zugeht, hier speichern. Und dann das neu laden. Und dann ist sie in ihrer Animation wieder... Ja, Baby! Get fucked! Oh, einfach ausgedribbelt. So, das Spiel fickt mich, dann fick ich jetzt zurück. Einfach speichern. Wenn der Gegner zu nah an dir dran ist, einfach speichern.
On top of the hill, just ahead of you, okay. Ah, okay, natürlich, das Spiel startet mich immer umgedreht in die falsche Richtung. I can't believe it, it's real, everything okay, yeah, the curse, yeah, okay, alles klar, okay, no. Ich liebe dieses fucking Neon. So, warum? Wieso? Wir verbraten einfach lieber die ganze Technik dafür, statt einfach Yellow Tape oder so da dran zu machen. Ey, wo bist du? Ich hab dich doch, du siehst, da bist du doch. Cookie! Wuhu! Klar, Bonsk! Got your ass. Fotografiert. I got it. Du hast keine Chance zu entkommen, da glitzert wieder irgendwas. Und man wirklich auch, ja, du hast 4 Items zum Tragen und deine ganzen Items sind einfach nur Münzen, die du findest. Super. Oh, was ist das? Das ist mal ein anderes Item. Vor allem, du brauchst ja auch keine Heil-Items in dem Spiel, wenn du eh One-Hit stirbst. Item-Get, was habe ich denn gefunden? Oh, Feuerzeug. Oh, Leute, das ist so unfassbar spannend. Es geht wieder so in die Richtung Amnesia the Bunker, wo es entweder langweilig oder nervend ist. Nur halt generell wesentlich, wesentlich schlechtiger. Schlechter, ohne irgendwelche Redeeming Qualities bisher. Also ich meine, wenn du es halt für die Boobies spielen willst, go ahead, I guess. Let me check. Oh. Is someone... Irgendjemand... in der Nähe? Ich habe das Gefühl, als ob mir irgendjemand etwas andrehen will. Alles klar, Spiel durchgespielt. Glaube ich, die. Also, wie gesagt, ich liebe Tank Controls. Aber das ist einfach grausam. Check this out, guys. An ancient Magatama. I can always feel the energy. I can almost feel the SMT. Amazing. You should carry it with you just in case. Und jetzt explodiere ich. Aber leider war mein Inventar voll. Und deswegen konnte ich es dann in der Cutscene trotzdem nicht aufheben. Oh no, I'm so scared. Oh boy. Ich meine, immerhin scheint diese Grütze halt wirklich nur so knapp 2 Stunden lang zu sein. Aber ich, also da wüsste selbst ich nicht, wie ich mich da durchquäle. Das wäre wirklich nochmal was für Trash Tuesday, einfach weiterspielen. Gonna say a prayer, the Kami might protect you if you do. Yeah, it's been long since I visited a shrine, I'm overdue, moving to the American Republic, blah blah blah, yeah, yeah. Okay, ja, okay. Oh Leute, ich habe mein Spiel gespeichert. Oh, 100 Gamerscore, let's go! Fuck yeah! Find 2 spirit photos, find 4, find 6. Throw 3 coins into the gacha machine. 6, 9. Successfully hide from a ghost. Das habe ich doch gerade eben gemacht. Repair the meters, open the tunnel doors, enter the entrance of the catacombs, finish the game. Oh, baby. Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe schon 6. Ja, ich habe schon 5. Und halt irgendwelche 3 anderen Dinger. Und was ist das? Dreck? Stein? Hervorragend. You found some Dreck. Großartig. Play, try again. Bomb, bomb, bomb. Und wieder Cutscene. So müssen gute Spieler aufgebaut sein. Cutscene, Cutscene, Cutscene. Cutscene, Cutscene. Geh, Cutscene, Cutscene. Geh, Cutscene, Cutscene. Gameplay, Cutscene. Hide behind something. Hold your breath. Oh Leute, jetzt kann ich noch einen Erfolg freischalten. Das ist mit Minispiel verbunden, meinen Atem anzuhalten. So holte ich auch immer. Literally hold your breath. Just literally hold your breath. Was bin ich hier sehend, ja? Klingt nach Metal Gear Solid 4. Das ist die Metal Gear Collection, Leute. So, alle Hände aus der Hose hier. Was ist da los? You're awake now. How do you know of this? Why are you helping me? Like I said before, I've been in the same position. You're injured. I just want to help people. Like me. When a spirit is chasing you, keep an eye out for glowing moonlight moths. Legend has it that they ward off spirits.
And the glow is able to obscure the vision of even the most powerful ghosts and demons. When nearby a concealment talisman will appear, press A to hide in these spots. Geil. While hiding, your health will recover, but you will need to stay calm and hold your breath. Failing to do that will give your position away, forcing you out of hiding. Keeping the stress meter aligned with the cursor. Okay, yeah, alles klar. Keeping the stress meter aligned with the cursor, using the left button and right button, the D-pad will keep in the safe hiding. Okay, alles klar. Kriegen wir hin, oder? Hier, da, hide. Hide! Oh! Oh! I'm smelling something! Warte mal, wo ist der Ghost? Hier, da, Ghost. Ghost, I'm gonna photograph a ghost. Now it's time. Oh, Foto! War das eins? Zählt das als? Oh, er, he gone. Nee, doch nicht. Da ist noch ein Ghost hier. Oh, Ghost! Kann ich hier wieder hiden? Okay. I have no idea. So, soll ich die überhaupt fotografieren? Hallo? Okay. Ich meine, ich sollte halt so zwei so Ghost-Fotos machen irgendwie, aber okay, dann gehen wir einfach mal. Dann gehe ich einfach mal, wenn es scheinbar doch egal ist. Oh, Foto! Warte, schnell speichern. Schnell speichern, weil dann kann ich einfach neu laden. Und dann habe ich es wieder ausgedribbelt. Aha! Oh mein Gott, warum? No! No! Warte. Ah, jetzt kann ich nicht mehr speichern. Aber ich glaube, ich kann die, glaube ich, auf die gleiche Art und Weise ausdribbeln. Ich glaube, ich kann die auf die gleiche Art und Weise ausdribbeln. Speichern. Und laden. Und ich muss einfach nur zu diesem Safe Spot kommen, aber ich kann jetzt auch nicht mehr. Yeah, baby! Oh, es funktioniert. Es funktioniert, dann wird nämlich deren Zustand wird neu geladen. Die befinden sich dann eben in einer ganz anderen Phase. Oh, lol. Okay, kann ich jetzt. Schaffe ich es jetzt bis hierhin? Oh. Ah! Ah, ich muss im Pipi-Meter bleiben. Hier, komm her, Pipi-Meter, da, ja, komm. Ja. Oh. I did it. Yeah, baby. Wisst ihr, was das bedeutet? Noch ein 100er. Oh, das war's wert. Aber die Frage ist, wie komme ich denn hier wirklich normal safe durch irgendwie eigentlich? So, was ist der Plan? Dass so die Geister. Ja? Okay, ich gehe einfach. Alles klar, bye Ghost. Bye bye. Ghosty Ghost. Die kann ich irgendwie nicht. Die habe ich schon fotografiert, das zählt irgendwie, glaube ich, nicht. Und jetzt renne ich einfach wieder zurück. Ja, Geist! Ich meine, solange du einfach speicherst, bevor du irgendwie einen Insta-Kill erfährst, dann bist du ja eh safe. Was immer noch so mit das seltsamste Konzept ist, von dem ich jemals gehört habe. Komm, wir speichern mal kurz. Vorragend. Was ist das für eine Tür? It's not an maintenance crew, what does it say? Okay, bla 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 bla. In the morning, please set the clock to 23, wait for the gate to close, then remove the gear, place the gear in its usual hiding spot to avoid loss of damage during the day, to leave the park in the evening. Okay, was ist denn der hiding spot? Sag mal einfach, wer der hiding spot ist. Du Nase. Du Quarkbärchen. Oh, hier kann ich Dinge zahlen. A vending machine. If I find about 600 yen, I can buy myself some drink. What do you want to get? Drink even a beer. Okay, alles klar. Darüber würde ich in der Situation natürlich auch nachdenken.
Nehmen wir an, das sind 100 Yen Münzen. Ja? Yeah? I still need 3 more, ja. Yeah. Oh, was ist da? Ist da noch eine Münze? Yeah! Ah! Du Penisgeist! Geh weg! Warte. Alter Indianer-Trick. Das ist wirklich die absurdeste Weise, dieses Spiel zu spielen, ich sag's euch. Vor allem, dann bist du auch die ganze Zeit so langsam. Man muss halt irgendwo hinkommen, wo die... Oder du gehst einfach weiter weg, das geht natürlich auch. So, die Frage ist jetzt... Ich versuche jetzt einfach mal zurück zum Start zu laufen, um die ganzen Münzen da reinzulegen. Das gibt jetzt zumindest auch nochmal irgendwie was. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass wenn du alle 12 hast, dann kriegst du irgendwie von dir, dann kriegst du einfach ein Bikini als Outfit zum Anziehen oder so ein Scheiß. Irgendwie sowas richtig Bescheuertes. Ja, die Indianer, die haben damals schon Save States gehabt, genau. Oh, ich höre etwas. Ja. I'm so scared. Leute, ich habe so Angst. Oh, fuck. Oh, fuck. Geh einfach weg. Geh einfach weg, du Dildo-Hals. Alter, ich speichere dich zu Tode. Du hast keine Chance gegen mich. Du gehst mir nur maximal auf den Kranz. Mehr nicht. Oh, was ist da? Da ist ein Ghost. Kann ich ja von hinten fotografieren? Ne, können wir von vorne? Was erlaubt? Hallo, Ghost. Vielleicht noch ein bisschen, kann ich noch ein bisschen mehr dran gehen oder so? Oh nein! The Ghost! Ist weg, Umbrella. Ja, scary Umbrella, Leute. Richtig, oh mein Gott. Die Umbrella ist so scary. Jedes Mal, wenn ich einen Regenschirm sehe, boah, da schlottern mir die Beine. Da werde ich zum Schenkelbjörn. Oh, bloß kein Regenschirm. Was ist das Gruseligste, was du dir vorstellen kannst? Ah, Regenschirm. Hundertprozentig. Gibt nichts Gruseligeres als ein Regenschirm. The fuck are you doing, my man? Was hat denn der da gerade versucht? Mich einfach aus dem Boden zu greifen? Alter, stell dir mal vor, das kann irgendwie so fucking random passieren. Du gehst einfach irgendwie lang und das Ding greift dich und hast halt keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu sehen. Diese fucking Jiggle Physics. Yo, wie sollen wir eigentlich unser Spiel verkaufen? Ich weiß, es ist nicht besonders gut. Fällt dir irgendwie eine Idee ein? Buba. Größer. Bigger. Bigger. Jeff Gerstmann. Bigger. Bigger. Oh. Oh nein, Cutscene. What? Darf ich kurz meine Münzen einwerfen? Okay, okay. I just want to use my coins. I just want to use my coins. Leave me alone. Okay. Fuck, welcher war das? Das jetzt, ne? Slot 2. Ich kann einfach nur die Münzen benutzen. Okay. Warte. Warte, nochmal speichern. Jetzt sollte ich genügend Zeit haben. Erstmal. Warte, Geist, ich muss mir noch ein Bikini kaufen. Vorher kann ich nicht. Yay! Yay! Es sind die 7 more coins. Yeah, Erfolg freigeschaltet, das war's. Mehr wollte ich nicht. Okay, I can die now. Oh, was für ein fucking Drecksspiel, holy shit. Oh mein Gott. That was fucking ass. So, weg mit der Kacke. Uninstall all, remove. Ich will dich nie wiedersehen. Holy shit. Oh Gott, vor allem das kostet ja wirklich.
Oh ja, warte mal. Wir können ja auf hier History gehen. Ah, for library by date acquired. Wo haben wir es hier? Ich meine, das hätte. Oder war das? Oder habe ich ja wirklich aus Versehen noch so ein 5-Euro-Spiel mir einen Code dafür geholt? See Microsoft Store. Aber ich dachte eben, ja, könnte auch ganz okay sein. 15 Euro kostet es normalerweise. 15 Euro! 15! Jesus! Oh. Warte mal, hat das nicht funktioniert? Das hat mit einer Add a Review. Oh, warte, kann ich hier. Ah, kommen noch ein paar Ausrufezeichen. Wo haben wir es? Wo sind die Fakten? Da oben ist das Ausrufezeichen. Geht das nicht? Doch, oder? Ja. Nein! Warte, warte. Oh, scheiße. Ah, ich kann die Sachen kopieren, ne? Dann schreibe ich es einfach unten rein. Dann schreibe ich es einfach hier unten rein. So. Perfekt. Yeah! Oh, hervorragend. 10 von 10. Oh. Ich meine, du kannst auch Game Pass am PC nutzen. Sind halt nicht alle Sachen drauf. Oh, hervorragend. 10 von 10. Alles klar, Leute, gut. Ich glaube, damit können wir den Stream an dieser Stelle beenden. Was ein Trauerspiel. Was ein fucking Trauerspiel. Ihr könnt ja gerne die Review suchen und bewerten, wenn ihr das wollt. Das könnte glatt von Square sein, ja. Oh. Das ist mostly positive auf Steam, ja. Die sind auch wahrscheinlich alle einhändig geschrieben worden, die Reviews. Fitting end for Trash Wednesday. Ja, alles klar, Leute. Gut, das war nochmal ein kleiner Stream vor dem großen Morgen. Wie gesagt, ich versuche irgendwann morgen Abend, Nachmittag anzufangen, wenn es halt irgendwie erst 6, 7 Uhr sein sollte, dann wird es erst 6, 7 Uhr. Das werden wir dann sehen. Alles klar, ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis dann.